Was geht ab, Pieps? Tagsam und Tugulu. Yeah, Fizz. Was geht? Was geht? Was geht? Für alle, die gerade VOD gucken, Musik ist gemutet, deshalb hört ihr nichts, außer meine Stimme. Geil. Ich hab richtig Bock, Mucke zu hören. Oh mein Gott. Hallo. Ukulu. Warum ist das so leise? Ich muss mal gucken. Ah, jetzt. Ist okay. Du klingst müde, ja, Mann. Ich bin auch vor... Weiß nicht. Ich bin irgendwann gerade wach geworden. Ich habe Mittagsschlaf gemacht. Ich bin mega marsch, Alter. Aber egal. Endlich hat Playlist wieder einen Sinn. Ja, wir müssen neue machen, Bruder. Endlich kann ich wieder Mucke hören. Die alte Playlist wird ein bisschen zu... ausgelutscht. Wie mein Fuß. Hat die Dürre Playlist instant runtergeladen. Was geht ab? Schönen guten Abend. Wünsche ich dir auch, Andi. Und DBF, Dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Und Diona Schulle, danke für den Prime 18. Und Dirk, danke für den Prime 8. Und Chucky, vielen lieben Dank für 10 Gifte Zaps, Bruder. Und der Rentner, danke für den Prime 5. Für mich einer der besten RP-Spiele. Bleibst du, wie du bist. Chrissy, Chrissy, dankeschön. Und Crystals, danke für Resub 29. Also, Gefühl, wir hauen uns morgen in eine neue Playlist noch. Was sagst du dazu? Aber morgen Abend erst. Ich hab morgen Mittag keine Zeit. What's poppin'? Sind wir hier eine Wikipedia-Gangster-LP, Bruder? Nix, Junge. Ich bin am Arsch, Alter. Wie geht's euch? Hab schon viele neue Lieder. Ich weiß, ich hab auch noch ein paar. Wie war dein Tag? Boah, früh aufgestanden, gut gefrühstückt, alles tiptop. Und dann um 2 Uhr bin ich irgendwann abgekackt und dachte, ach komm, gehst du 1-2 Stunden pennen. Zack, 5-6 Stunden gepennt. Einfach so. Und die übelste Scheiße geträumt, Alter. Tagsam, Dirk. Ach, Tony. Yeah. Heute gibt's übrigens ein Big Peanut wieder. Wir müssen ja die Veranda und so reparieren. Und Sachen erkunden. Damit ihr Bescheid wisst. Ja, richtig mies, Mann. Hast du Capri-Sonne? Ne, aber ich hab Tinkepäckchen. Doch, Capri-Sonne ist unten im Kühlschrank. Wie geht es Ihnen, der Herr von Toni? Ja, Mann, Toni, zockst du noch WoW? Süchtig, hallo Ümmel. Hallo Ümmel. Und hallo Big Cello und hallo Paco. Squeezy Teasy, hallo. Toni, hallo. To Cups Lean, hallo. Bin mal wieder im letzten Video, die Grüße. Viel Spaß, Dani. Und Super Lucky, hallo. No Name, hallo. Loco, hallo. Fabian, hallo. Multipass, hallo. Matty und Super Lucky und Johnny Black und Sergeant Obi. Gibst du was? Nimm einfach aus dem Kühlschrank raus. Aber kannst du nicht, ne? Muss ja erst freischalten mit Kanalpunkte. Ich hab so viel Tinkepäckchen, dass ich den ganzen Tag Land regieren könnte. Geh nix, Junge. Fahre morgen in meine Nachbarschaft, um endlich mal wieder einen ordentlichen Döner zu essen. So traurig, bei dir gibt's bestimmt super Döner. Ja, hier gibt's schon ordentliche Kaliber. Was heißt hier unten? Hast du jetzt eine Villa? Nee, aber unten halt. Wie nennt man sowas nochmal? Die Wohnungen mit 2 Etagen. So Doppelhaushälfte mäßig. Mr. Pina, was geht ab, Juri? Hast du die Tankstelle schon fertig? Cheeseburger. Hallo Bucky, hallo Cass, hallo Juno Eye Chaser, hallo Sirago One, hallo Monster, Goldie Sonille, hallo Dewey und der Marcy, Cuskido, ne Cusico, sorry. Dondi Rob, Red Ninja Turtle, Gamble, guten Abend, Deno Tiffy, UK, lol. Diese blauen Namen immer, ne? Netza und der Mr. Pony und Nivzek und Carlo und Ultras und Dieter und Smashing und TV Nate. Denke ich mal, so heißt das. LC Babi, der Kölsch, der Leon, Dion, Trixie. Ist doch alles da. Alpino, Touch My Pew Pew, der Stinzy, der alte Ich Dutsch meine Freundin, Da Vinci,
zwei Etagen gering verdienen, aber du bist aber auch schnell mit den Videos, ne? Leck mich am Arsch, Alter. Master P, Criss Cross, Raplex, Doom, Steed, ne, Steel, Doom Steel, sorry. Toasty, der immer ist auch da, hab ich gerade schon gesehen. Kannst wohl in 3 Stunden erst anfangen mit dem Video von gestern nicht durch. Nee, nix da. Und der Chucky, und der Lukas aus dem Ostblock. Ja, Mann, Gorilla lebt, Junge. Hi, wie geht's euch? Und Holy Aka Infinity und Daniel West. Aus der Red Dead Redemption Pommes. Der erste, der es versucht auszusprechen. Ja, Doomsteel. Ist doch richtig. New Luck, guten Abend. Ja, ihr habt aber Pseudonyme im Internet, Alter. Guck mal, der eine, der unser Freund hier, Logan, 26 Zentimeter, Bruder. Das glaubst du aber selber nicht. Da wird dir ja schwindelig. No joke, ich zeig das Zeit am IP und da geht nichts, alles in Farm. Freu mich schon auf Peanut, ich hab Bock. Das ist aber in GTA nicht anders. Die sind auch alle Farm. Manche schaffen es nicht. Ja. Heute Morgen die letzten 2 Stunden nachkurz zu gucken, bin mal wieder eingepennt. Ja, gestern war wild, Alter. Ich habe mein Nick sogar geändert von ungelogen 26 cm. Kennst du mich noch? Klar kenn ich dich noch. Also hast du doch gelogen mit deinen 26 cm. Ja. Das sind die richtigen. Und die nennen Big Peanut im EP fährt, sagt dann. Solche Leute sind das. Diese kleinen Lügner. Nein, Spaß. Ja. Warum ist meine Nase schon wieder zu? Wo ist die Mucke? Alter. Was geht ab, Double X? Wie geht's euch denn? Was habt ihr heute so getrieben? Ich hab heute Pizza gegessen. Voll geil. Aber krass fand ich, ich wollte jetzt gerade sagen, wie viele Leute es doch abstoßend finden, dass er so dick ist. Ich habe den Nick auch zusammengeschissen dafür, dass er sowas im RP sagt. Oder allgemein die aus dem Junkie Park. Aber für die war das nur Spaß. Aber manche reagieren halt echt sehr negativ auf einen Charakter, der nicht den Idealwerten von Los Santos entspricht, ne? Also der dicker ist. Aber in meinen Augen sind das die totalen Versager hinter jedem Charakter. Wer so einen Hass schiebt, Alter. Sollen sich ficken gehen. Sollen auf dem Erdbeerfeld, die können eh nix. Ich bin meistens da, beobachte dich. Oh, Toni beobachtet Alpino. Gestern schon geschrieben, jeder, der reingekickt hat, hat sich so gutes RP entgehen lassen. Ja, sollen sie machen. Wie bist du auf Peanut gekommen und wie machst du das mit der Stimme, mit einem Voice Changer? Und Peanut, weiß ich gar nicht mehr, auf Nifty, von Loco, den Server, dem 5M-Server damals. Peanut war erst ein Charakter, der Eis verkauft hat. Der hatte einen eigenen Eiswagen auf Nifty Live. Da stand ich immer vom Krankenhaus mit in der Zeit, wo ich nicht gestreamt habe, wo ich so ein bisschen RP für mich gespielt habe. Amor Tigris, guten Abend. Und irgendwann habe ich Bretter verteilt mit dem. Habe ich den Vater umgebotzt, den Inko. Bum, peng, tot, moin. Vor allem so ein Adventure. Peanut ist kein Adventure. Peanut ist wirklich ein Charakter, mit dem wir, oder ich versuche, Stories aufzubauen. Das ist mein Zweitcharakter. Auch wenn er einen Skin hat, also ein Pet hat. Ist egal. Der kann zwar keine Maske aufziehen oder so, aber ich würde mal sagen, wenn der sich dafür irgendwann entscheidet, Shops oder sowas auszurauben, dann steht dann eigentlich 100% fest, dass der verhaftet wird. Da bin ich halt in meinen Bauch gegen den Knopf gekommen oder so. Oder hab geklaut, weil ich Hunger hatte. Mein Gegenpart ist dann dafür verantwortlich, was aus dem RP passiert. Ob die mich dann einfach wegknastet oder mich gehen lassen hat, werden wir sehen. Heute Homeoffice schlafen, yeah. Nicht Bleche, die kriegst du dann im Knast. Aber wenn man bedenkt, dass Leute zugucken, die wirklich in dieser Lage sind, ja klar, jeder weiß, dass es immer noch ein Spiel ist. Aber ich weiß, wie viele Zuschauer nimmt sowas auch echt ernst. Ja, aber das kannst du auf alles anwenden, ne? Gibt ja auch Charakter, die nicht so, in Anführungszeichen, schön gestaltet sind. So, wenn deiner sagt, ja, du bist hässlich, sollen die Menschen sich dann auch angesprochen fühlen,
wenn sie vielleicht nicht als schön gelten in der Gesellschaft? Nein. Aber jeder, der so instant kommt und sowas sagt, so, du bist ein Fettsack oder du bist hässlich oder so, der ist eh absoluter RP-Krüppel, Alter. So, und entschuldigt den Ausdruck Krüppel. So, der kann gar nix. Der kriegt dann gerade mal hin, Zeutischät zu installieren. Und lebt dann sein echtes Leben im Spiel aus und sein zweites im echten Leben. Sollen sich ficken gehen. Alle Menschen sind schön. Pio Paul, danke für den Resub noch am 27. Und Jack, danke für den Resub am 13. Fettkopf. Selber ein Fettkopf, Junge. Vielleicht kriegst du mit 20 Kilo Unterarm von mir in eine Fratze geboxt. Du Affe. Der Obdachlose, der gestern aus dem Nichts am Wiffpack dazukam, war das irgendein Random oder gehört der zu euch? Das war irgendein Random. Keine Ahnung, wer das war. Wir haben nur 3 Zweitcharakter mit Skin. Das ist einmal Lucky mit dem Weenie, dann ist das Mila mit Twinkie und ich mit Peanut. Mr. Yoshimitsu, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs. Wie klingt Peanuts Stimme? Zeig ich gleich. Ist Voice Changer. Ist hochgepitcht. Ne, Beatty war doch auf dem Fahrrad im Park. Aber so gut, mal aus diesem verdammten Park rauszukommen und die Spieler von deiner anderen Seite kennenzulernen, ist auch so. Das ist ja auch die Intention dahinter, ne? Mit Curtis kann ich nicht im Stadtpark gehen oder zu den Mexis oder so, das funktioniert nicht. Also ich könnte das machen, die würden mich aber quasi, glaube ich, nie akzeptieren. Weil die immer im Hintergedanken haben, ja, der kommt aus dem Junkie-Park und jetzt können wir keine Späßchen machen, sonst gibt das wieder Ärger oder so. Das funktioniert leider nicht. Ist halt auch immer eine Frage des Kontexts, aber einfach an einem Fremden vorbeizugehen und zu sagen, was ist das für eine fette Sau, ist armselig, egal ob Relief oder RP. Stimmt. Das stimmt. Amerikanischer Kollege? Nein, Mann, das ist der Chavelli. Das ist ein Holländer. Holländisches Grime. Kommt nochmal der Sie, weiß ich nicht, mal gucken. Der Server ist auf jeden Fall noch da und Nick arbeitet ab und zu noch dran. Wenn er Zeit hat. Also extra für Daisy. Tag zusammen, Teddy. Peanut ist kranker Lachkick, ja, ja. Peanut ist Curtis und Dick. Fülliger Curtis. Also am besten hat mir gestern gefallen, wo wir vor Büchse standen auf dieser Brücke, ne? Und ich musste mir den Clip nochmal reinziehen, Alter. Und die ankamen und Hallo meinten und dann war so 5 Sekunden Stille und ich frag die, was ist los, wollte was in die Fresse? Da bin ich innerlich, ist über eine Glasscheibe gesprungen, Alter. Das war ein das war so gut, Alter. Das war einfach so gut. Boah, das war wieder genau so ein Moment wie damals mit dem Ingwer. Los, Vater, juckt die Fresse. Schau ich dir den Bart rein. Das ist einfach... Boah, das war richtig Killer, Mann. Wolltest du nicht mal Cyberpunk streamen? Ja. Aber der Jamar, mein Spieleberater, sagt mir, das lohnt sich nicht. Das ist nicht gut und das ist verbuggt. Und bevor ich hier ein Spiel anfange und dann selber sage, yo, voll scheiße, Alter, und ich höre wieder auf und der ganze Chat wieder ausrastet, weil ich das nicht durchziehe, lasse ich es lieber vorher sein. Es geht ja auch, ja, aber mit den Bugs haben wir uns, da sind wir so. Wie wird Monte sagen, oder wie so mit den Hand, ne, so. GTA-Bugs und wir sind so. So. Was geht der Blizzard? Was bist du für ein Pinsel? Ja, mal gucken, wann alles passiert. Ich bin gespannt. Das Beste war, wie du hinter Justin Bieber hinterher bist. Boah, aber dieses Atmen, ne? Dieses Hyperventilieren, so nachmachen. Also, da wurde mir schon gestern echt ein bisschen schwindelig manchmal. Das ist nicht gut. Ha, bla bla, Dankeschön für Luis am 10. Moin, du geile Socke. Ey, geh mal gleich in die Pommes, ne? Mach ich noch Duftkerzen an für Ambiente? Wie sieht's eigentlich mit Super Seducer 3 aus? Das wird, glaube ich, soweit ich verstanden habe, gerade von Twitch angeschaut, ob die das überhaupt freigeben. Weil da ist nackte Haut zu sehen. Weniger Duftkerzen, dann klappt das mit dem Atmen auch besser. Das musst du mir gerade sagen, Junge.
Alter, wenn du hustest, da klingt das so, als würdest du ein Kind gebären. Aus deiner Lunge raus. Ich würde mal zum Arzt gehen. Wenn du das Ding ausspuckst, Alter, das bewegt sich und rennt weg, was du da im Hals stecken hast. Jetzt hätte einer mitten mit den 9 mm in die Lunge geschossen. So hört sich das an. Wie ein kaputter Auspuff. Oder Staubsauger, ehrlich gesagt. Am Ende ist Peanut Anwärter beim Kiez. Finde das frech an dem neuen Char einfach nur genial, mega. Der bleibt auch frech, der wird nur frecher. Ist mir auch scheißegal, ob ich von irgendwelchen Leuten Brettchen kriege oder so. Der wird richtig frech. Nur bei den Frauen muss ich ein bisschen aufpassen. Weil ich möchte nicht, dass die sich unwohl fühlen, wenn ich irgendwelche Sprüche drücke oder so. Obwohl das ja immer nur Spaß ist, ne? Aber die Gegenseite muss das ja auch verstehen. Aber frech bleibt er trotzdem. Wird hier gerade vom Fensterkid geredet? Ne, von Jack seiner Lunge. Griffy, wo hast du den Zap her? Hat Chucky dir eingegeben? In den Zins, die er gerade reingehauen hat? Du hast nämlich gerade noch einen Pleb. Und selber zahlen tust du eh nicht. Du Stream-Sniper. Ich habe am Tag 40 Kippen geballert, bis zum Entwöhnen an eine E-Zigarette. Bis jetzt, seit 2 Wochen, hat sich einiges verändert. Bald gar keine E-Zigarette mehr. Ist doch besser so. Fang gar nicht an zu rauchen. Assalamu alaikum, Murkan. Wie geht's dir, Bruder? Oha, woher der Hass? Ja, warum ist doch nur die Wahrheit? Wunderschön, Denix. In einem amerikanischen Beitrag über Montana Black ist ein Clip von dir, weil die denken, der Clip ist von Monte. Das ist aber schon uralt. Ich weiß, was du meinst. Wo ich mit diesem komischen Twingo-Dings so einen Kickflip oder so gemacht habe, ne? Keine Ahnung, wie die darauf kommen. Schlecht recherchiert. Twinkie war auch so Bombe, die mit ihrer Eigenwegkamera. Habe ich mir jetzt Auge geholt, damit ich Twinkie auch mal fotografieren kann. Curtis Sensei zerfetzt gleich mit Big P. Wollen wir mal gucken. Hau rein, wir wollen den Dicken sehen. Ruhe. Ich mache hier in meinem Tempo, ich bin schon alt. Ich werde hier mit 40 noch sitzen und RP machen, Alter. Ich werde da niemals rauskommen. Was geht, Hunter? Guten Abend. Tony Hawk, Motherfucker, genau. Wie lange spielt ihr hier beide, die beiden noch? Für immer. Also auf Unity auf jeden Fall. Es geht ab dann los. War Güffi nicht bekannt als Schnorrer, das stimmt allerdings. Bist nicht schon 40? Ne. Bist du nicht 12? Raus aus meinem Stream, der ist ab 18. Mr. Yoshimitsu, vielen Dank für die 100 Bits. Und Oni, Oni, Dankeschön für die Wies am 16. Warum sind hier alle gegen mich, hallo? Warte mal, Peanut ist dick? Ja, Peanut ist dick. Ich freue mich schon auf das Bauchmuskeltraining gleich wieder. Immer mit der Ruhe, Chat, immer mit der Ruhe. Ich bin echt alt geworden, Alter. Vor 3 Jahren hatte ich noch mehr Power. Wie habe ich das damals geschafft, 10 Stunden am Tag zu streamen, RP? Da war alles neu, ne? Quatsch, Peanut ist breiter als Kollege. Peanut ist so breit wie Animus. Und Peanut kriegt auch Klatsche wie Animus. Hätte ich das mal lieber nicht gesagt, der fängt bald auch noch an zu streamen. Mit GTA, RP. Die ganzen Rapper kommen mal jetzt. Entdecken 2021 GTA-RP und dass die damit Reichweite aufbauen können. Und reden in ihren Tracks davon, dass sie Kilos verpacken und so. Aber spielen GTA-RP. Ja, ja. Ja, ja. Junge Alter. Jetpilot bei der Army und fährt mit dem Twingo an dir vorbei, Junge. Hält die Hand aus dem Fenster. My hand is a dolphin, Junge. Naja, du musst halt
für GTA-RP musst du halt nichts können. So, und das ist Real Talk. Wie viele Streamer da draußen spielen denn wirklich mal so einen richtigen Charakter und nicht sich selber? Wisst ihr, was ich meine? Wer spielt denn mal so ein, weiß nicht, wie so ein Asta oder sowas? Gibt's nicht so viele? Oder so ein Smoker? Auch einen Lench, auch einen Curtis, auch einen Juri hier, der Architekt und auch der Koko-Juri und alle. So, die spielen alle sich selber. Und dafür musst du nichts können, das hast du dein ganzes Leben lang trainiert, dich selber zu spielen. Doch improvisieren und ein bisschen Schauspielen sollte man schon können. Kennen. Und natürlich das Regelwerk. Pff. Improvisieren und Schauspielern. Den ganzen Tag zu sagen, ja, ich fick dich, und mit 20 Mann auf einen zuzurennen mit Langwaffen in der Hand. Das ist Improvisieren und Schauspielern. Ja. Gibt nicht viele. Deshalb ist das doch so einfach. Du musst nichts können, außer rumstehen. Und irgendwo hinlaufen und Linksklick drücken. Um jemanden zu hauen oder auf jemanden zu schießen. Es geht ab, Kobo. Ich habe nichts anderes behauptet als Dirty. Geht ab, Lucky. Leben ist auch improvisieren. Rennst du denn durchs Leben und tust so, als wärst du jemand anderes? Und improvisierst Sachen, die nicht da sind? Oder hast du einen Blick dafür? Für deine Umgebung? Könntest Pausen dafür Peanut? Nö, wir switchen einfach durch. Jetzt mal Peanut ein bisschen, dann wieder Curtis gucken. Wenn da nichts geht, wieder zurück auf Peanut. Wenn bei Peanut nichts geht, zurück auf Curtis. Wie ich Bock hab. Set Game Grand Theft Auto 4. Ausrufezeichen Pizza. Boah, das weg. Rage. Mucke aus. Connecten. Audio-Channel anmachen. Und ab geht die Fahrt. Ab in die Pirmes. Willkommen in the Curtis Nation. Hab ich Steam? Oh mein Gott, ich hab die Steam an, Alter. Fuck. Immer schön auf die Tonspur achten. Ja, hab ich gemacht. Die Sache ist, ich fühle mich halt sau wohl auf Unity, weil dort RP halt geschätzt wird und nicht immer sich alles nur im Ballern und dicke Eier zeigen dreht. Das ist halt für mich das A und O an einem guten RP-Server. Ja, doch, dreht sich schon noch darum. Mittlerweile jetzt nicht mehr so stark wie am Anfang. Ui. Aber da dreht sich im RP immer darum, weil die Immersion von GTA einfach so ist. Dieses Cops and Robbers und Gangs und Intrigen und Party und bla bla bla. Ist halt die perfekte Welt dafür, ne? Unity wird noch geballert. Jeden Tag, Junge. Das muss knallen in der Olga. Warum habe ich die eigentlich VIP gegeben, Junge? Trick ja, die. Hallo GTA, bitte starten Sie. Wie lange wird es Peanut und Twinkie geben, bis Unity offline geht? Oder wir aufhören, GTA-RP zu spielen? Und ich wieder ein Jahr Deutsche. Will der mich verarschen? Warum startet der das Spiel nicht? Hä? Steam war doch gerade an. Warum schließt der Steam? Ist der doof? Dummer Computer. Mainboard kaputt.
Ich bin dafür, dass unter Cheeseburger deine Link erscheint zu Peanut und Twinkies Urlaubsbilder. Eigentlich müsstest du das machen. Nur ein Jahr Deutsch und hab ich doch schon hinter mir, Bubbles. Ist auch so, alter scheiß NASA-PC. Gar nichts, Kinder. Ich arbeite nichts anderes, ne? Ich bin hauptberuflicher Streamer. Der 890 Euro Krankenkasse im Monat zahlt. Weezy, Dankeschön für Weezy am 34. und Sneeballe und ne, den lese ich nicht vor. Retzmann, danke für die Weezy am 2. VIP-Verlängerung für einen Monat. Hier hast du sie jetzt nerven. Ja. Ihr Leben ist teuer, Jungs. Finanzamt will auch Geld haben. Alle wollen Geld. Ist ja deine Bauchtänzerkarriere an den Nagel gegangen? Na klar. Hallo, ich bin RPler. Hauptberuflich. Yeah.